Wir sind 6 Mann und haben Mikrofone dabei. Und außerdem haben sie ja noch den Hund. Ja, der so klein ist, dass ich ihn auf dem Arm tragen muss. Ja, drei am Ende heißt dieses Mal nicht nur, dass wir eine die 3-Folge besprechen, sondern auch, dass wir 3 Gäste haben. Und zwar aus Berlin. Aus Berlin. Für mich ist es ja wirklich der allererste Gastauftritt überhaupt in einem Podcast. Und ich habe jetzt schon gelernt, ich brauche das auch nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, was hier los ist. Die Folge Tödliche Regie, die erste die 3-Folge, die jemals vom Podcast Die Zentrale besprochen wurde. Das steht auf meinen Unterlagen nicht. Ja, ist richtig. Habe ich hinzugefügt. Das sind so Klamotten, die ich hinzufüge. So kann ich nicht arbeiten. Aber Olli, du hast gerade richtig Minuspunkte eingehandelt hier gerade. Bei was? Sagen, ne? Du hast gerade für Jelena gewotet. Also von daher, ich bin maßlos enttäuscht von dir. Ich finde die smart. Ja. Ich muss mich leider hier schnell von dir verabschieden. Endlich. Wie gesagt, Thomas 1, du schneidest ja hier viel, ne? Theoretisch, ja. Ich bin Thomas 1, auch praktisch. Nell hat gesagt, ich bin Thomas 1, also musst du die Frage nochmal anders stellen. Ich glaube, nach dieser Aufnahme wird dich Nell nicht mehr Thomas 1 nennen. Ja, Thomas Platinum. Habt ihr auch schon mal gehabt, dass ihr eine Erzeugung unter einer Folge, die ihr vorher schlecht fandet, dann hinterher sagst, oh, weißt du was, so schlecht war die gar nicht? Nein. Ich meine die Kollegin hier vom Spezialgelag und Sonderpod, der Zentrale. Es wird ja später aufgelöst. Soll ich das jetzt schon sagen? Ja, erzähl doch. Ja, okay, es wird ja später aufgelöst, dass die... Was ist unmöglich, du bist so ein Arsch. Ich verstehe wieder, warum manche Leute sagen, man kann so eine Podcast sich nicht anhören, weil alles kaputt zerredet wird. Justus wirft ja eigentlich die Vase um, damit die abgelenkt ist, ne? Nein! Nein, warte mal. Ja, jetzt sehe ich wieder doof aus. Na, ich wollte cool sein, weil das hier ein cooler Podcast ist, aber... Komm, gib mir eine Line. Ich mach das Schwein. Panic Porky lieb! Ich kann ja jetzt nicht nur gegen Nell haten, auch wenn sie ein bisschen recht hat oder so, ja? Siehst du, Thomas? Ja, ein bisschen. Das ist der Grund, wieso du Thomas irrelevant Nummer 2 bist. Ja. Ach, verdammt, das hätten wir wissen müssen. Aber dass die anderen beiden so doof sind auch noch, na klar, Cola, also dass sie so dumm sind, ich finde, da haben sie auch den Tod verdient. Na, ihr werdet schon sehen, was bald passiert.